Hi, willkommen zurück bei DGV. Ich bin Sir Doomsday. Willkommen zurück zu Resident Evil Village Folge 14. Ja, in der letzten Folge hatten wir diesen axtschwingenden Monster vor uns, den wir kalt gemacht haben und konnten uns den Schatz holen von Donner. Und jetzt gehen wir wohl in Richtung Heisenberg, also hier oben durch die Tür. Ja, dann lass uns mal loslegen. Munitionsmäßig sieht es mir pistolemäßig noch ganz gut aus. Machen wir mal hier ein bisschen Ordnung machen. So. Heilung. Ich habe ja noch zwei Dietriche, wo ich noch nicht weiß, wo ich die brauche. Weil im Moment habe ich ja keine Schlösser, die ich knacken muss. Aber die werde ich wahrscheinlich noch finden. So, dann auf zu Rose. Beziehungsweise Heisenberg. Fische muss ich auch noch sammeln. Gut, die Schilder hätte jetzt nicht unbedingt gebraucht. The show must go on. Da es eh die einzige Tür ist mit den sechs Flügeln, würde man die, glaube ich, sowieso nicht übersehen. Na dann, gehen wir mal hier durch. Viel Glück. Wer hat die jetzt aufgestellt, die Schilder? Ich gehe erstmal hier lang. Nee, das scheint richtig zu sein. Ich guck trotzdem erstmal hier. Oh, jetzt war. Oh, hier gibt's Fische. Hier gibt's Fische. Wo seid ihr? Warum ist hier ein Explosionsfass? Das gefällt mir gar nicht. Aber vielleicht gibt es ja doch keine Fische. Nee. Keine Fische. Kann ich eigentlich? Nee, kann ich nicht. Schießpulver fehlt und Chemikalien. Geht's dann? Oh, hier gibt's nochmal Wild. Schweinchen. Nochmal Minen. Oh, will ich da jetzt echt rein? Sägewerk. Ich gucke erstmal den anderen Weg lang. Das riecht schon wieder nach einem Bosskampf hier, oder? Scharfschützenmunition. Erstmal da, was es da gibt. BTF. Verbotener Wald. Was ist hier? Schatz unter der Festung. Meine Aufgabe ist die Festung aufsuchen. Das heißt, die Festung ist hier. Das heißt, ich würde doch erst einmal das Sägewerk machen wollen. Gut, bis später. Ich entscheide mich erstmal fürs Sägewerk. Was mich ja auch immer erwartet dort. Gehen wir links oder rechts rein? Wir gehen rechts rein. Kann wir reinkommen. Hier schon mal nicht. Und
hier wahrscheinlich. Oh doch, hier dürfen wir rein. Okay. Was war das? Alter. Oh nee, nicht noch einer. Das sagt meine Munition, aber nee. Gut, wir haben hier Fässer. Dann werde ich wohl oder übel die benutzen müssen. Eigentlich ja ungern. Wir haben ja gespeichert. Falls wir es nicht schaffen sollten, lade ich einfach neu. Und mach den dann nach der Fest. Ne, hier ist niemand. Langsam. Jetzt reicht's mir. Thank you.
Eine Magnumkugel ist mir übrig geblieben. Ey, was der geschluckt hat. Wenn man bedenkt, dass die Waffe 1700 Schaden macht. Wie viele Kugeln hatte ich? 7 gebraucht? Der hat ziemlich viel HP, Junge. Alter Schwede. Hier gibt es nicht noch was Besonderes hier. Wow, ich habe hier schon alles. Wow. Ist das wirklich nur wegen dieser kristallinen Axt gewesen oder was? Was soll das hier? Fleisch ohne Ende. Für Heilung habe ich noch gar nichts mehr. Ey, hier sieht's aus. Ich hätte auch noch Minen legen können. Na egal. Oh, hier gibt's noch was. Noch mehr Fleisch. Fisch. Und das war's. Vater Nikolas Engel. Gut, ob sich das jetzt dafür gelohnt hat, meine Magnum-Munition zu verballern, ich weiß ja nicht. Aber okay. Das Sägewerk haben wir abgeschlossen. So, kann ich mit der Statue irgendwas machen? Nee. Frag mich, wo der Rubin reinkommt. Ach komm. Müsst ihr mich jetzt nerven? Kiste gerade in den Sinn gekommen ist. Also das Fass. Uiuiui, hier ist was los. Man merkt langsam, dass es zum Ende geht, so viel Action wie jetzt hier los ist. So, ich hoffe mal, ich kann jetzt alle Gerichte abschließen. Gar nicht genau darauf geachtet, was ich da für Fleisch eingesammelt habe. Aber vielleicht reicht's ja. Suchst du nach etwas Bestimmtem? Nee, aber du vielleicht. Ah, ein Geflügel fehlt. Noch ein Fisch. Hallo? Das kann ich nach unten. Ah, unten ist ein Pferd. Nein, ich brauche nur ein Geflügel und. Fischeimer und. Das ist ja nervig. Genau das Falsche bekommen. Beachte mich gar nicht. Klotzen statt kleckern. Ja, wisst ihr was, ich verkaufe jetzt hier diese Boss-Gegenstände. Ich brauche die wahrscheinlich eh nicht. Hoffe ich. Das gehörte Moreau? Die Schönheit des Grotesken wäre wohl ein guter Titel dafür. So, und das Fleisch, was ich jetzt noch habe, brauche ich dann theoretisch auch nicht mehr, oder? Die 5 Wild. Nö, weg damit. Schwere Zeiten, Ethan. So, ich würde gerne mal. Oh, das wird der teurer. 3 davon. Schrotmunition. Ja, hab ich 20? Nee, 5. Auf Wiedersehen. Ah, ja, ja. Da ich gerade etwas mehr Geld habe, gebe ich jetzt mal ein bisschen mehr was aus. Auch an Munition. Aha. So.
sollte erst einmal reichen. Jo. Essen ist Leben. So. Können wir nämlich mal die benutzen. Danke für deine Treue. So. Nein. So. Gucken, was die kann. Halt, ich will nochmal speichern. Gut. Dann jetzt aber auf zu Heisenberg. Magnum-Munition kann ich mir nicht herstellen, oder? Ja, war vielleicht keine gute Idee, aber naja. Der Kämpfer hätte sich dann unnötig in die Länge gezogen. Und Munition hätte es mich gekostet ohne Ende. Vielleicht wird mir ja nochmal Magnum-Munition. Eine Kugel habe ich noch. Ja, viel Glück. Können wir hier noch irgendwas finden? Jetzt. So viele. Ach komm. Ey. Das ist ein bisschen krass, wie viele das sind. Ja, so weit kommen die anscheinend nicht. Ich nehm's zurück. Alter Schwede. Ich würde sagen, waren noch nicht alle. Oh Gott. Ich könnte jetzt da daneben schießen. Was ist das jetzt? Scheinbar. Nicht. Action. Aber da kommen ja immer mehr. Leckt mich. Ja.
Hat ich gelesen. Dass ich Munition gekauft habe. Als ob. Alles. So, Arno ist runtergefallen, der hat noch was hinterlassen. Alter, jetzt haben sie es aber echt übertrieben mit den Gegnern hier, echt. Wie? In die Richtung ist ein Schatz. Oben wahrscheinlich. Aber das war jetzt echt übel. Kriegen eine heiße Überraschung. Weil hier auch noch zwei Fässer sind. Gucken wir einen Treff. Kann man die überhaupt treffen? Schießt man ja durch. Wie kriege ich dieses Tor auf? Da hinten war eine Leiter, hab ich gesehen. Hier. Aber wir sollten noch mal gucken, ob ich noch was finde. Jetzt echt nur mal weg. Ganz echt übertreiben. Ich hau jetzt ab. Übel. Echt übel. War jetzt alles Ruhe oder was?
haben jetzt echt alle Heilungen gekostet, die ich hatte, ey. Alter Schwede. Heftig. Sind die jetzt alle weg, oder? Ich würde gerne noch mal gucken, weil da noch ein Schatz ist. Hey, die ist noch da. Eigentlich jetzt unendlich oder was? Lässt sie mich jetzt in Ruhe oder wollt ihr immer noch Ärger? Aber ich vermute mal, dass man hier oben dann irgendwo rumkommt, ja? Oder wo ist hier der Schatz? Komm ich noch höher? Ah, der Ort hier ist schon echt eine Nummer, ey. Da drüben. Wait. Wo ist das jetzt? Hier oben drauf. Oh, nee, da. Oh, nee, ist nur in der Kiste. Ja, Ethan, wäre schön, wenn du springen könntest. Ja, muss ja später gucken. Wahrscheinlich erst, wenn das hier fertig ist. Na gut, dann gehen wir jetzt mal in die Festung. Auch vorher speichern. Munitionstechnisch, ja, okay. Können wir nochmal hier blind. Übel, echt übel der Ort hier. Und jetzt? Oh, hier lang. Kommt jetzt hier der Hordenmodus oder was? Oh Gott, wenn ich wieder hinten schon fast sehe, da weißt du doch, dass jetzt wieder zigtausend Viecher angerannt kommen. Das muss ihr Nest sein. Ja, Glückwunsch. Guck mal alle bitte her. Machen jetzt ein Klassentreffen. Bisschen näher, bitte. Come on.
dachte mir jetzt, wenn ich mir sowieso immer so viel Pistolenmunition habe, kann ich auch mal ein bisschen ballern. Aber die kommen mir eh, glaube ich, unendlich, oder? Bräuchte man die, glaube ich, gar nicht töten. Na los, Großer! Da ist was ganz Großes. Haben wir doch gut gelöst, ja? Die Pistolenmunition habe ich noch nie verballert, ey. Okay, oh, eine Ruhe. Ich will irre. Hier gibt's immer noch Sachen. Ich hoffe, es ist jetzt vorbei mit den Viechern hier. Ich würde mich gerne mal umgucken. Das waren verdammt viele, ey. Nein, natürlich kommen noch welche. Oh. Na gut. Ich denke mal, außer Munition wird es wahrscheinlich eh nicht mehr geben. Oh, das war's schon, okay. Zumindest hier oben. Unten ist noch was, ja. Aber. Naja, weiter geht's. Ich brauch Magnum-Munition. Geil. Ich hab wieder 3 Kugeln. Okay. Da hab ich jetzt ganz schön in den Arsch getreten, ne? War es natürlich noch nicht. Wäre zu einfach gewesen. Das hört sich noch was Großes, Mann. Sehr Großes. Lecker. Erste Hilfe. Oh, was geht denn jetzt, wenn hier zu viel Munition rumliegt? Dann weiß man doch, dass jetzt hier auch gleich wieder ein fetter Kampf kommt. Na dann. Wir haben noch ein bisschen Zeit, aber was liegt hier? Die Order des Königs hat uns endlich erreicht. Rückzug. Es ist äußerst ärgerlich, dass wir den Ketzern die Festung an der Grenze überlassen müssen. Wenn nur etwas mehr Zeit wäre, könnte ich das Blatt sicher zu unseren Gunsten wenden. Nein, das ist bloß vornehmes Getue. In Wahrheit ist es meine Neugier, die mich an diesen Ort hält. In der Gegend gibt es ein paar Ruinen, die laut der Bewohnern schon sehr alt sind. Den Zeremonienplatz mit 4 übermächtigen Statuen, die Höhle mit Wandermalereien und einen steineren Sockel, den sie den Kelch des Giganten nennen. Wer hat all das erschaffen? Wo kamen der oder die Erbauer her? Und wo sind sie hin?
Es wurmt mich, dass wir diesen Ort ohne dieses Wissen hinter uns lassen müssen. Okay. Ja, ich würde sagen, eigentlich jetzt hier an dem Punkt würde ich gerne Schluss machen. Weil ich weiß nicht, wann lange der nächste Kampf geht und wann der nächste Speicherpunkt kommt. Deswegen beende ich die Folge jetzt. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Wenn es heißt DGV, Doomsday, Resident Evil Village. Bis dann. Haut rein.